Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ich habe ein bisschen weitergemacht, weil, ja, meine Aufnahme war wieder kaputt. Ja, es ist ein halber Part, bisschen Ding. Bin durch die Battlefront gegangen und jetzt hier in Solaris-Tempel rein und habe hier den Weaponmaster, den Waffenmeister gefunden. Und ja, muss wahrscheinlich jetzt hier rein. Vegans Area, das ist so ein Arena meist, okay. Dann betteln wir mal gegen ihn. Gehen hier rein. So. Wir gewinnen sowieso. Gut. Aua. Oh, der macht viel Schaden. So. Der ist so stark. Okay. Aber ich kann einfrieren. Haha. So. Mana-Trank trinken und weiter bombardieren. Gut. Geschafft. Oh. So, und jetzt wieder raus. Gut, gut. Easy Quest. War nur ein starker Gegner, aber ja, mit ein bisschen taktisches Gefühl kann man den eigentlich gut ausweichen. Sein Cleave ist schon das Stärkste, also weil der große Reichweite hat. Aber sein Ansturm ist langsam, zu langsam für mich. Für einen langsameren Charakter vielleicht ein bisschen ein Problem. Aber nicht mit meinem Shadow. Meinem schnellsten Charakter, den ich je hatte fast. Ja, okay. Ganz. Weil der andere war nur in der Bewegungsgeschwindigkeit noch ein bisschen schneller, aber nicht so schnell in der Angriffsgeschwindigkeit. Da war einer im Nahkampf ein bisschen schneller, aber weiß jetzt nicht mehr welchen. Den Zyklon-Dualist, genau, den ich hatte. Den habe ich immer noch, den Charakter. So. Wo geht's jetzt weiter? Das ist ein großes Gebiet. So. Ah, falscher Heiltrank getrunken. Vielleicht im Norden. Ja, der Tempel ist recht groß. Das ist kein Problem und hier ist der Boss. Kein Problem. Irgendwo sind da noch zwei kleine, aber ob es hier ist im Level 2 oder in einem anderen Tempel, weiß ich jetzt nicht genau. Darauf schaue ich meistens nicht. Ah, ein anderer ist noch, genau, der Blitz. Das Blitzpendant. Wow. Da hat jetzt viel Schaden gemacht. So. Schlecht. Naja, schlecht. Schlecht. Ja. Auch schlecht, schlecht. Schlecht. So. Das WD-Letter möchte ich mitnehmen. Das Spectra-Sword identifiziere ich nicht. Das kann hier bleiben. Weil ich mache in nächster Zeit keinen Zweihand-Charakter mehr. Vielleicht dann im The Awakening Add-on. Aber da spiele ich ja in eine andere Liga. Ohne diese Items. So.
Nun gut, dann ist es auch hier nicht. Vielleicht ist es im Süden irgendwo. Okay, könnt mir nichts anrichten. Egal wie viel kommen. So. Da sind Champions. Aha. Desynchrone. Weg damit. So. Oh, hier sind viele wegen dem Schrein. Immer bei einem Schrein sind es recht viele. So. Bei uns kommen viel mehr runter. Aber leider keine große Reichweite für Nahkämpfer. Naja. Gut, hier ist der Weg nach unten. Sehr gut. So, komm. Okay. Ich habe zwar jetzt eine Einladung zum Add-on bekommen für die Beta. Aber da das jetzt sowieso bald veröffentlicht wird, mache ich jetzt das nicht. Ich weiß nämlich auch gar nicht, wie ich jetzt reinkomme. Ich habe zwar einen Link, aber der führt leider nur zu einem... Ja, was soll man sagen? Ich dachte, man muss was runterladen, einen zweiten Client, und den möchte ich jetzt nicht runterladen. Leider kein Bock. Wir werden gleich durchstarten mit der Awakening. Sobald es rauskommt. Und ja. Ich zeige dann ein anderes, ein besseres, eine bessere Beta. So, da. Auch das haben wir geschafft. Gut. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Ja, da müssen wir nach Norden. Hallo, kommst du raus? Nö. So, ich benutze mal den hier und den hier. So. Okay. Easy. Ja, macht. Momentan bin ich recht OP. Bisschen wenig Leben. Ich bekomme recht viel Damage so über, aber erstens weiche ich es ja meistens aus. Und zweitens, ich kann mich einem wieder heilen. Wenn jetzt dann stärkere Gegner kommen, die mehr reinhauen, dann mache ich mein Leben natürlich höher. So, jetzt sind wir dann bald bei den Auren. Da können wir 3 Auren nehmen. Oder 2. Ja. 2 noch, aber später dann 3. Muss ich dann gucken, wo ich dann entlang gehe. Aber ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Ich werde wahrscheinlich rüber zum großen Aura-Notbaum gehen.
zwischen Templar und Witch. So, und hier ist auch die Dame mit den Maps, die man leider nicht kaufen kann, sondern finden muss dann am Ende des dritten Schwierigkeitsgrads. Ich nehme den Rubinring. Sieht am schönsten aus. Aber ist nicht so gut. Hm, Mist. Aber die sind nie gut bei denen. So. 3,3 Life pro Sekunde. Ich denke, das ist noch stärker. Ah, viel stärker. Okay. Dann gehen wir dann zu den Docks. Aber zuerst mal kurz zum Händler. So. Nein, der nicht. Den Schrott rauswerfen. Und den Ring identifizieren. Oder umwandeln. Pff, noch schlechter. Die lohnt sich überhaupt nicht, die Orb of Change. Ich mache es trotzdem, solange ich noch so viel finde. Gut, also dann gehen wir hier weiter zu den Docks. So, hier sind wir. Ja, Docks werden auch leicht. Ich bin gespannt auf Cruel. Cruel war mit dem anderen Bogencharakter recht schwer. Da hatte ich damals keinen Bock mehr, weil die Gegner zu zäh wurden. Und ich zu unzäh. Da war ich nur Level 45. Schade. Also nur 45, schon ein rechtes Stückchen. So, hier haben wir Tamadik Sulfur. Und jetzt müssen wir den Ding finden, den Safer. Der ist nicht hier. Hier unten ist auch nichts. Hm. So. Wegen einer Gilde, ich habe ja schon seit längerer Zeit wieder eine Gilde gesucht, aber die deutschen Gilde, also die nur deutschen Gilden, sind recht passiv. Also die laden mich nicht ein oder so. Da muss man Level 80 sein oder so. Wie soll man einer Gilde beitreten, wenn man noch nicht Level 80 ist, wenn man das nicht kann, weil das Spiel hat recht schwer ist für Neuansteiger und Spiel, die alleine spielen und Selfhound spielen. Und deshalb, ja, werde ich vielleicht mal eine selber Gilde aufmachen, wo ich dann alle einlade, die einfach Bock haben. Und eben, da könnt ihr mit Level 1 schon einsteigen oder so und so weiter. Aber einfach, dann brauche ich einfach ein paar Spenden, wenn ihr mehr größere Lager haben wollt. Ich zahle zwar ein bisschen dafür, also ein bisschen ist untertrieben. Ich zahle schon ein bisschen, also ich zahle schon dafür, aber alles kann ich natürlich nicht zahlen. Ich zahle auch nicht, dass ich jetzt jeden Monat 10 Euro ausgeben muss, damit ich meine Kiste, also die Gildenkiste vergrößern kann und so weiter. Es ist sehr, sehr happig teuer. Das gesamte Puff-Effekt ist teuer. Ich musste ungefähr 14 Euro muss ich zahlen für
5 Premium Stash Tabs und das ist extrem. Also eine Wahnsinnspreis-Ding. Und deshalb mache ich die Gate auch erst, wenn wirklich mehrere Leute wollen und auch etwas geben. Und das gleiche ist bei Ding auch bei Champions of Regnum. Aber da kann man wenigstens seine Gate gründen, ohne etwas zu zahlen. Wieso im Live-Remote? Das ist schon besser, aber das braucht nicht instant. Und ja, dieses Ding kann ich wegwerfen. Ich habe bessere Unix davon. So. Desecrate kann ich auch wegwerfen. Und hier mache ich weiter. So, Dele. Mit dem kann ich ja jetzt das Ding aufmachen. Da muss ich dort rein nochmals. Dann gehen wir kurz in den Solaris Temp. Und treten mit der Kuh. So. Gut. Das andere. Ah, jetzt muss ich hier durch. Okay. Ich weiß nicht, ob man oben auch durch kann, aber ich glaube nicht. Jedenfalls habe ich es noch nie gemacht. Ich gehe immer hier durch. Durch dieses Wappelzeug. Ah, es löst sich auch auf. Okay. Ich glaube, hier oben kann man nur zurückgehen und dann immer wieder hin und her. So von hinten auflösen. Die Aura. So. Dann schauen wir mal, wo der Eingang ist. Schon wieder die Assassine. Zuerst mal das. So. Einer hat sich wieder irgendwo versteckt. Ah nein, die Kiste beschwört noch welche. So, Power Symphon. Sehr schön mit Superior. So, und die Master Assassine will wieder, dass ich einen am Leben lasse. Kill this selfish malcontent and do it with all possible speed. Though they have deeply disappointed me, I still rather like this. Also wenn ich jetzt es antreffe, dann muss ich es schnell töten, bevor die Zeit abläuft. Hier scheint es nicht zu sein. Wo ist es denn? Hier? Nö, dann ist es oben. Okay. Verstehe. Ich denke links oben. Na? Nicht? Okay. Dann links unten oder hier oben? Ja, sehr desynchron. Verstehe nicht, wieso die Server so schlecht sind. Ach hey. So. Na. Da ist er. Oh. Gut, geschafft. Ich habe den gar nicht richtig gesehen, der ist so getarnt gewesen, also von den vielen Leuten umgeben gewesen. Nicht schlecht, Herr Specht.
Das finde ich immer Ephorel Knives, da habe ich schon so viel. Seltsam. So, schauen wir noch kurz hier. Hier ist sicher der Eingang, also der Weg nach oben. Ja, ja. Okay, dann gehen wir zurück zur Assassine und dann dorthin auf. Sodele. Gut, sehr schön. Dann wieder runter. In Speed-Löschgeschwindigkeit. Max-Geschwindigkeit. So, Waypoints, ne. Und jetzt machen wir noch diesen Gravatius. Der Weapon-Mist. Okay. Was hast du für Problem? Ja, ja, beschwören. Beschwör du nur. Bist du unbesiegbar oder was? Ah, wir müssen die besiegen. Ja, stimmt. Hätte ich schon besser schauen. Wir haben einen mehr besiegt. Lol. Die Quest habe ich noch nie gehabt. Ich muss oben rechts schauen hier. Ich muss lesen. Hallo Dreke, ich muss lesen. Hey. Desynchron. Ey. Plötzlich greifen alle an mehrere Mal. Kommt noch eine Elite. Du bleibst genau dort, nicht weiter. So, nächsten Part nehme ich dann auf, wenn es weniger asynchron ist. Und das ist am Morgen oder am Abend, also spätabends. Spätmorgens eher. Oh, ein Gemcode Prism. Sehr schön. So. Der ist tot. Den möchte ich gerne ein paar Mal besiegen. Ich möchte die letzten 5 Minuten des Parts noch machen. Hier drinnen. Zum Waypoint zumindest. Weil wir sowieso hier rein müssen. Ah, die explodieren gar nicht, das ist auch nett. So, die sind ein bisschen zäher, die Statuetten. Statuen.
Blöde Statuen. Ah, hier haben wir den Waypoint. So, was wollen wir in der letzten Minute noch machen? Bisschen leveln könnten wir, aber ich gehe kurz zurück. Haben wir hier eine Quest? Ja. So. Und hier drüben auch. Eine Belohnung für den Drago. Ja, dann ganz klar Item Rarity. Nein, nicht kaufen. Weg da. Sell. Was haben wir hier? Schrott. Schrott. Naja, mehr oder weniger Schrott. Was mir gefällt, ist diese. Jetzt habe ich 10. Das ist wahrscheinlich Maximum. So, du kommst hier hin. Und du wechselst mal aus mit Spark, nein. Mit Spark Level 6, so. Die kann man ganz am Anfang holen. Die müssen wir nicht haben. So, und jetzt tun wir noch hier ein bisschen leveln oder eine Ding suchen. Ein Eingang in eine Höhle, Bibliothek, Labyrinth. So. Oder eben den Turm, der Szepter des, der Götter. Die Affen sind hier auch, ne, oder sind das Gastmonster? Ah, tolle, asynchron. Habt ihr das gesehen? Plötzlich ist er weg. Voll schlimm, der Server momentan. Dann zeig mir mal deine Hasen, Herr Hasi. So. Und ja, noch 2 Minuten. Zeit geht so wenig lang durch in Path of Exile, weil wir so schnell sind momentan wahrscheinlich. Machen wir noch das Level. Ich mach hier mache ich mal aus, so. Und hat es hier noch Gegner? Ja, hier hat es keine Gegner. Hier drüben. Ja, hier ergibt aber zu wenig Erfahrung. Hm. Dort unten. Wie viel kommen hier noch? Das wäre für einen Summon oder ein Gift. Die Gegner töten die Summoners extrem schnell. Die beschworenen Kreaturen. Hm. So. Gut, dann abbrechen hier. So, noch kurz leveln und Radius. Brauchen wir noch nicht so. Aber ja, die nächsten Parts werden wieder super. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Path of Exile. Nächster Part. Tschüss.